willkommen wieder zu unserer Sendung Brinkmann und König. Und Sie wissen, Ewald König vom Berliner Korrespondentenbüro. Und Peter Brinkmann von TV Berlin. Wir laden uns immer gerne Gäste ein, die wir nach Möglichkeit wie eine Zitrone ausdrücken wollen. Das wollen wir heute mal nicht machen, sondern wir wollen über ein sehr spannendes Thema reden, nämlich das Verhältnis der Israelis zu ihren eigenen Staatsbürgern, den Arabern, den arabischen Israelis oder wie immer man sie nennt. Das werden wir gleich hören. Von Igal Avidan. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sie sind in Tel Aviv geboren, sind aber seit 1990, wenn ich das richtig erinnere, in Deutschland und schreiben für israelische, deutsche, österreichische, englische Zeitungen. Man kann sagen, für alle Zeitungen dieser Welt. Und ich habe noch den Fall der Mauer hier erlebt. So lange sind Sie schon hier. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute da sind, weil Sie ein Buch geschrieben haben, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Igal Avidan. Und es wurde Licht, jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel. Das hört der normale Deutsche und der normale Europäer hört nur davon, wieder ist ein Bus in die Luft geflogen, wieder gab es einen Attentat. Ja, und es steht eine 10 Meter hohe Mauer, die ist dreimal so hoch wie die Berliner Mauer. Das heißt, die trennt die israelischen Staatsbürger von den arabischen Nachbarn. Aber in Israel leben 2 Millionen Araber, die israelische Staatsbürger sind. Das funktioniert irgendwie oder irgendwie doch nicht? Sowohl als auch. Mein Ausgangspunkt waren die gewaltsamen Ausstreitungen zwischen jüdischen und arabischen Israelis, in, vor allem in den 5 gemischten Städten von Norden, Akko, Haifa, Jaffa, ein Stadtteil von Tel Aviv, Ramle und Lod. Und, aber ich bin zweimal durch Israel gereist, durch diese Orte, aber auch zu einem Kibbutz der Ghetto-Kämpfer und nach Jerusalem, um zu sehen, erstens, wie haben die Menschen diese Gewalt erlebt und zweitens, was tun sie, wie stellen sie sich das vor, zusammenzuleben. Denn es war mir von vornherein klar, dass wenn diese 2 Millionen arabische Israelis in Israel leben, kann keine Mauer sie trennen von den jüdischen Nachbarn, zumal viele im gleichen Haus oder in der gleichen Straße leben. Das heißt, sie müssen einen Weg finden, friedlich zusammenzuleben. Kurze Zwischenfrage. Haben die denn die gleichen Rechte wie ein israelischer Staatsbürger? Offiziell ja. Die Diskriminierung ist nicht so offenkundig. Aber es sind einige Gesetze, die für sie sehr problematisch sind, wie zum Beispiel das Nakba-Gesetz. Also es heißt Institutionen, die... Nakba ist die Vertreibung ist die, oder die Flüchtlingsfluchtbewegung Nakba ist, 48. Nakba ist die Katastrophe der Palästinenser 48. Ich finde die Diskussion, ob sie vertrieben wurden oder geflüchtet waren, ziemlich absurd. Denn, wahrscheinlich auch, war beides der Fall, oder? Das ist nicht die Frage, aber ja. Niemand würde auf die Idee kommen, dass die ukrainischen Flüchtlinge nicht zurückkehren. Mhm. Und die Tatsache ist, dass sie nicht zurückkehren, nicht ob sie geflüchtet waren aus Angst oder vertrieben wurden. Inzwischen leben sie nicht mehr oder ganz weniger noch und das ist eine ganz große Debatte. Also wie gesagt, erstmal wollte ich sehen, wie sie die Gewalt erlebt hatten, was hat die Gewalt mit ihnen gemacht, aber auch was tun sie, damit diese Gewalt nicht zurückkehrt und wie sehen sie ein gemeinsames Zukunft zusammen, denn auch wenn ein Staat Palästina eines Tages entstehen würde, sagen fast alle arabischen Israelis, dass sie in Israel bleiben wollen und sie wollen auf keinen Fall Palästinenser werden. Wenn man so ein Buch plant und über das Zusammenleben von Juden und Arabern in Israel schreiben möchte, aber in Berlin lebt, das heißt aus der Distanz das Thema betrachtet, ist das eine Schwäche? Oder ist das sogar ein Vorteil, wenn man nicht so befangen ist, als würde man in Israel selber leben und von Berlin aus, natürlich mit Recherchen vor Ort, kann man vielleicht das besser beurteilen? Sowohl als auch. Eine Schwäche war, dass ich kein Smartphone hatte. Irgendwann habe ich festgestellt, du kannst so ein Buch nicht schreiben, weil die Israelis nicht mehr ans Telefon gehen. Sie kommunizieren fast nur per WhatsApp. Leider. Dann muss ich einfach auch auf WhatsApp umsteigen, sonst hätte ich meine Gesprächspartner nicht erreichen können, erstens. Zweitens, die Tatsache, dass ich aus der Ferne beobachte, hilft mir, die unendliche Berichterstattung in Israel, die
täglich gibt es kleine Skandale, die am nächsten Tag vergessen wurden. Zu trennen zwischen dem Wesentlichen und dem vielen Blabla in den Medien. Die Distanz hilft mir auch, manche Interviewpartner zu bekommen, denn sie sind schon interessiert, dass ihre Geschichte auch in Deutschland, im Ausland bekannt gemacht wird. Und zum Letzten, es ist manchmal hilfreich, wenn sie dich nicht genau einordnen, zu welcher Partei du gehörst, denn als Außenseiter bist du ein bisschen weiter weg. Und es ist nicht immer einfach, weil die Leute schon misstrauisch sind, mit dir zu reden. Die Tatsache, dass ich über 50 Interviewpartner in kürzester Zeit bekommen konnte, zeigt, wie groß die Frust dieser Israelis ist, die keinen Zugang zu den israelischen Medien finden. Im Gegensatz zu einigen Hitzköpfen, die fast täglich in den Fernsehstudios sind und Gewalt und Rassismus verbreiten und ganz genau mit dem Ziel, jeden Tag in die Schlagzeilen zu kommen. Nun sehen wir hier auch jeden Tag die Bilder, dass irgendeine kleine Gruppen von religiösen Israelis leicht erkennbar auf irgendein Stück Land gehen, die israelische Fahne in den Boden stecken und ein Zelt aufbauen und sagen, das ist jetzt unser Land. Und die arabischen Nachbarn, die sie bisher hatten, vertrieben werden oder freiwillig gehen. Wie kann man da ein gutes Verhältnis herstellen? Also mein Buch bezieht sich auf Israel mit einer kleinen Ausnahme Ost-Jerusalem. Ich wollte bewusst nicht in die Israel in den Grenzen von 67. Nur damit wir das mal die unvollständigen Grenzen, die nach dem Sechstagekrieg von 1967 entstanden sind. Das sind nicht international anerkannte Grenzen. Aber das sind die Grenzen, die sind nicht mal die Grenzen von 1947 vom Teilungsplan, aber das sind die Grenzen, die mit kleinen Veränderungen auch für die Palästinenser akzeptabel sein können für eine Zwei-Staaten-Lösung. Ich bin in die besetzten Gebiete nicht gegangen, weil die Berichterstattung sehr häufig aus den besetzten Gebieten kommt. Erstens und zweitens, weil es mir klar war, dass man in 6 Monaten kein Buch schreiben kann, wenn man noch die Genehmigung des Militärs und der Siedler und der radikalen Palästinenser und auch das Risiko, dahin zu fahren, das wäre einfach nicht machbar. Also ich habe gedacht, ich mache ein Buch und die Zeit ist knapp, ich mache das, was geht. Wenn ein paar ganz wenige Gesprächspartner, der ein oder andere, sehr kompliziert waren oder Bedingungen stellten. Zum Beispiel? Zum Beispiel eine junge Frau, die wollte nicht mitmachen mit meinem Plan. Sie hat gesagt, dass sie auch sehr beschäftigt sei und ihre Zeit sehr knapp war. Also sie wollte Geld. Ich fand das erstmal reizend und dachte, okay, wie viel ist sie wert? sie ist interessant, weil sie zweisprachig aufgewachsen ist und als Stand-up-Komikerin und auch in den Medien. Also hebräisch-arabisch. Hebräisch-arabisch. Sie ist ein ziemlich bekannter Mensch in der arabischen Welt durch ihre bissige Spots oder kleine Fernsehfilme, die sie aber nicht selbst geschrieben hat. Ich bin extra, habe ich in Haifa übernachtet, um ihren Show zu erleben und war wahrscheinlich der Einzige im Saal, der kaum gelacht hat und eher Mitleid mit ihr hatte. Mhm. Und ich dachte, sie will zu viel. Also das, was sie anbietet, sie will einfach Geld, aber ich glaube nicht, dass sie viel zu sagen hat. Es gab Leute, wo ich mich wirklich sehr angestrengt habe, um sie zu treffen, weil ich wusste, sie haben was zu sagen. Und das war das Kriterium. Ich habe nicht gezählt, wie viele Männer, wie viele Frauen, wie viele Alten, wie viele Jungen, wie viele Jüdische und wie viele Arabische. Ich machte, was geht. Ich habe versucht, das zu machen, aber es ist einfach so, vor allem in der arabischen Gesellschaft, dass die Männer dominant sind und die NGOs, die Vereine, die politische Posten werden von Männern besetzt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe jetzt, und das ist mein Eindruck auch, als ich das Buch gelesen habe, von Ihnen, dann ist die Bereitschaft zwischen den Israelis und den Arabern auf jeder Seite nicht gerade sehr groß, miteinander zu kommunizieren oder endlich in Frieden zu leben. Und unsere Sendereihe ist ja eingebunden in die 75 Jahre Israel, 14. Mai 1948, hat Ben-Gurion den Staat ausgerufen und da hat er die Hand ausgestreckt, ich habe schon gesagt, zu den Nachbarn, den Arabern,
Und die heutige Regierung in Israel streckt die immer noch die Hand aus zu den Nachbarn und sagt, nehmt sie, wir wollen Freunde sein. Das hat nur Begin gemacht mit dem ägyptischen Präsidenten Sadat. Na gut, wir haben unter der Regierung Netanyahu Friedensverträge, Botschaften ausgetauscht mit den Golfstaaten, bessere Beziehungen mit Marokko, Sudan und so weiter. Wir haben keinen Friedensvertrag, das sind diplomatische Verträge. Ja, die Regierung, die jetzige Regierung ist von Rechtsradikalen kontrolliert und beherrscht und da kann Netanyahu nicht viel anbieten. Ich glaube aber andererseits, dass er einen neuen palästinensischen Aufstand verhindern will und seinen radikalen Polizeiminister in Schach halten würde, der schon zum zweiten Mal den Tempelberg in Jerusalem besuchte, was Jordanien und auch die letzte Woche erst, was die Palästinenser und Jordanien als eine Provokation betrachten. Und, aber um diese große Politik geht es in dem Buch eigentlich gar nicht. Es geht um diese persönlichen Gespräche auf der menschlichen Ebene. Und im Zuge der Gespräche hat sich da eine Art Mainstream ergeben? Oder haben sich jeder sagt wirklich total was anderes? Das wollen wir hören nach einer kurzen Werbe- und Denkpause von Igal Avidan. Er hat dieses Buch geschrieben und es werde Licht, jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel. Wir machen eine kurze Denkpause und dann sind wir wieder da. Und wir freuen uns sehr auf diese Geschichten, die Sie gleich erzählen werden, wie das war, wenn man die Leute trifft und man spürt, sie wollen eigentlich gut miteinander leben. Ob es auch geht, das ist die Frage, mit Fragezeichen versehen. Bis gleich. Zurück bei Brinkmann und König, Ewald König vom Berliner Korrespondenten. Und Peter Brinkmann von TV Berlin. Wir haben uns heute eingeladen, Igal Avidan, er ist ein Israeli, der den Mauerfall schon in Berlin erlebte, und seitdem hier in Berlin lebt, aber in Tel Aviv geboren ist und für Zeitungen der ganzen Welt schreibt, von hier kann man so sagen, und natürlich auch Bücher. Und es geht in diesem Buch um etwas sehr Spannendes, ist das falsche Wort, auch emotional Bewegendes, nämlich das Verhältnis zwischen den Arabern und den Israelis im Staat Israel. Und die Siedler wollen mit den Arabern nichts zu tun haben und große Teile der Israelis vielleicht auch nicht, aber es gibt Menschen, die lieben einander, die leben miteinander, sind aber Araber und Israelis. Wie geht das auf? Sie haben 50 Familien oder Einzelpersonen besucht. Sie lieben einander, weil sie sich kennen. Sie lieben einander nicht, weil der andere jüdisch oder arabisch ist. Es gibt viele Initiativen. Manche machen das behutsam, wie zum Beispiel das Kulturzentrum in Lod, in einem Stadtteil mit 90% arabischer Bevölkerung. Und das gemeinsame Kulturzentrum wird von einem rechtsnationalen, zionistischen Juden und einer arabischen Frau gemeinsam geleitet. Also sie kooperieren miteinander, aber mit Einschränkungen. Wenn der jüdische Mann mir sagte, wir machen keinerlei gemeinsame Aktivitäten, und ich fragte, warum, er sagte, Angst vor der Assimilation. Also ich dachte, wenn man gottgläubig ist und auch genug Portion Zionismus im Blut hat und die passende Ideologie, dann hat man nicht so viel Angst. Was heißt denn das, Angst vor der Assimilation? Ja, das heißt, wenn die arabischen Kinder vielleicht zum Chanukka-Fest, jüdisches Fest, zuschauen oder umgekehrt. Zu Weihnachten bei uns. Oder dabei sein wollen. Ja, ja, das, und ich habe ihn gefragt. Und er hat gesagt, mein Sohn ist 15 und bis er 18 sein wird, erlaube ich nicht, dass er nationalreligiöse Jüdinnen trifft. Also er muss erstmal seine Identität stärken. Wenn er erwachsen ist mit 18, dann kann er andere, auch Araber, treffen und begegnen, so wie ich, sein Vater. Aber bis dahin nicht. Das kann ich akzeptieren. Die Kooperation ist eingeschränkt, aber sie ist da und sie ist friedlich. Es gibt andere Gruppen, wie zum Beispiel der fantastische Frauenchor Rana in Jaffa. Ein gemischter Chor, weil die Frauen seit 14 Jahren vor allem gemeinsam Musik machen, nicht Politik. Aber Sie können sich vorstellen, dass in 14 Jahren durch diesen ganzen Höhen und Tiefen
und die Konflikte, die die Frauen tatsächlich auch manchmal direkt erleben, an der Front in Jaffa mit Gewalt, mit Blut und trotzdem zusammenbleiben. Sie bleiben zusammen, weil sie alles gemeinsam bestimmen und weil sie vor allem musizieren. Inzwischen sind sie auch befreundet. Also diese Initiativen gibt es überall. Und auf der großen Ebene gibt es die Initiative mit dem Dirigenten Barenboim hier in Berlin mit dem Divan-Orchester. Das ist ein gemischtes arabisches, israelisches Orchester. Gut, aber die Musiker leben nicht in Israel, die meisten von ihnen, und auch die arabischen, die leben eher in Europa, deswegen ist es leichter. Aber ich rede von Menschen, wo es nicht immer ganz einfach ist, zusammen zu kooperieren. Aber wenn die Gewalt wie in Akko aufgreift und ein arabischer Krankenpfleger ist an Ort und Stelle am richtigen Zeitpunkt, um einem schwer verletzten Juden das Leben zu retten, Fadi Kassem, der selbst Krankenpfleger ist, und Morgan Ashvili, gleichaltrig, der von einem Mob überfallen und sehr schwer verletzt wurde, dann war Fadi an Ort und Stelle, um ihm das Leben zu retten. Und die emotionale Begegnung der beiden, eine Woche später im Krankenhaus, die Fotos hat mir der Bruder geschickt, und diese Fotos, die ich bei meinen Präsentationen zeige, sind so überwältigend, dass ich immer wieder Tränen in den Augen habe. Denn das ist ein echter Moment eines Zusammenlebens zwischen Juden und Arabern. Das ist doch der Inhalt Ihres Buches. Macht dann ja nicht nur nachdenklich, sondern macht dann gleichzeitig auch fröhlich, aber auch wütend. Mich macht es wütend, dass es immer noch diese Situation gibt, die man eigentlich nach 75 Jahren Israel, im Bestehen des Staates Israel, hätte man denken können, dass es überwunden ist, es aber nicht. Fröhlich ist es, dass es solche Beispiele gibt. Aber wie gehen diese Menschen damit um? Die werden doch von ihren Nachbarn angefeindet, weil sie eben sich assimilieren wollen. Vielleicht. Weil sie die Freundschaft zu dem Nachbarn suchen, der vielleicht anders denkt. Aber sie dürfen nicht. Die Tatsache geht Israel ist, daran zugrunde? Die Tatsache ist, dass das die Zukunft ist, auch politisch. Wenn wir sagen, wir überspringen von der persönlichen, menschlichen, freundschaftlichen Ebene auf die politische. Wir hatten bis vor einem Jahr, bis Ende des vergangenen Jahres, ein Jahr lang oder etwas mehr als einem Jahr, die erste Regierung in Israel mit der Beteiligung einer arabischen Partei und sogar die islamistische Partei. Das hat man schon schnell vergessen. Und sogar rechtsnationale Parteien haben mit dieser Ra'am-Partei, dieser islamistischen Partei, kooperiert, weil sie nur so eine Mehrheit hatten, um Netanyahu zu stürzen. Das heißt, wenn man will, dann findet man auch auf politischer Ebene die Mehrheiten und die Kooperation. Und die Kooperation im israelischen Parlament ist oft da, aber wird von den Medien übersehen. In verschiedenen Ausschüssen stimmen sie zusammen, wenn sie ein Interesse haben und wenn sie auch was vom Budget, vom Etat haben wollen oder bestimmte Erleichterungen für ihre Bevölkerung. Das ist die Idee. Und ich glaube, dass langfristig eine Mehrheit von Mitte-Links nur zusammen mit den arabischen Parteien gehen kann. Das heißt, auch auf politischer Ebene werden sie umdenken müssen, wenn sie zurück an die Macht zurückkehren wollen. Nach welchen Kriterien haben Sie denn Ihre Gesprächspartner ausgesucht? Und hat sich bei den Gesprächen eben eine Linie entwickelt, von der Sie dachten, so beginne ich mein Buch, das wird die Hauptaussage sein? Oder haben Sie Kopfschmerzen bekommen, weil jeder was Diffuses und anderes gesagt hat. Und vielleicht der eine Israeli lieber mit Arabern kommuniziert als Nachbar, als mit den streng Orthodoxen. Also die Struktur hatte ich klar im Kopf. Die Auswahl, ich war zweimal in Israel, einmal Ende Mai, Anfang Juni, und beim zweiten Mal war das Ende November, Anfang Dezember. Und beim ersten Besuch, das war meine erste Reise und meine erste Begegnung mit der Familie nach langer Corona-Zeit, und ich habe gedacht, nebenbei mache ich so ein paar Interviews, weil es war mir klar, dass die Zeit drängt, wenn man ein Buch machen will, das im Mai erscheint. Aber dann hat es mir Spaß gemacht. Und dann habe ich alle diese fünf Städte sehr spontan bin ich hin und her gefahren und habe meine erstmal das gemacht, was ging. Alles spontan, von heute auf morgen.
Beim zweiten Besuch wusste ich schon ganz genau, welche Person ich haben will. Menschen, die eine starke Aussage, eine starke Geschichte haben, und habe mich manchmal sogar 2-3 Wochen vorher entschieden, an dem Tag fahre ich in den Kibbutz und interviewe den und den und den. Das muss man auch koordinieren. Und habe das alles durchgemacht. Es gab doch den einen oder anderen, den ich kurzfristig aus dem Buch herausgenommen hatte, weil ich keine Verdopplungen haben wollte. Und wenn Menschen einfach nur Karriere gemacht haben, aber nichts richtig zum Zusammenleben beitragen, habe ich gedacht, denn so eine Person brauche ich eigentlich nicht. Was der Anfang betrifft, ich habe im letzten Moment den Anfang des Buches umgeschrieben. Also ich kann das sehr schnell machen, und ich dachte, es muss emotional beginnen. Also mit den Bildern, mit den Videos, mit diesem bewegenden Post eines Israelis, der schockiert ist von den Bildern zerstörter arabischer Geschäfte, dass er spontan sagt, das kennen wir Juden aus unserer Geschichte. Dann sammelt er spontan Spenden im Internet, fährt 100 Kilometer und verteilt diese Spenden an den arabischen Ladenbesitzer. Und das war für mich dieses Licht im Dunkeln. Also wenn es solche Menschen gibt, dann lohnt sich auch ein Buch zu machen und auch diesen Menschen eine Bühne zu geben. Zu kurz kommen oft in den Medien. Aber andererseits habe ich auch in Ihrem Buch das Gefühl gehabt, dass Sie Sorge haben um den inneren Frieden von Israel. Dass, wenn das so weitergeht, dass Israel nicht von außen zerstört wird, sondern von innen heraus, von sich selbst. Diese Gefahr ist sehr groß, weil die Armee und das Militär ist schon vorbereitet auf die Gefahr von außen, aber nicht von der Gefahr von innen. Das haben wir 1992 erlebt. Keiner, und Israel hat einen sehr starken Geheimdienst, keiner kam auf die Idee, dass ein fanatischer Jude den Premierminister erschießt. Deswegen ließen ihn dort stehen. Er hatte eine Kippa auf dem Kopf und dann dachten sie, er ist auf unserer Seite. Aber jetzt verschieben sich die Grenzen. Also es geht nicht um Juden gegen Araber, sondern es geht auch um Fanatiker von beiden Seiten. Und da ist es ein bisschen schwerer zu differenzieren. Was ist denn schwieriger, ein Buch als Israeli über Deutsche zu schreiben, zum Beispiel Interviews mit 50 Deutschen, oder in Deutschland sitzend ein Buch über Israel mit 50 Interviews zu machen? Bitte kurze Antwort. Die Israelis sind schnell, sie reagieren schnell, sie brauchen nicht schriftliche Bestätigung für alles. Und vor allem, sie geben diskret die Handynummer von anderen Israelis, die sie kennen. Sie rufen sie an und sagen, Igal ist hier, bist du in einer halben Stunde frei, kannst du mit ihm ein bisschen plaudern. Das wäre in Deutschland, glaube ich, in der kurzen Zeit nicht richtig möglich. Dieses Buch ist spannend, es ist bedrückend auch und dennoch sehr interessant zu lesen, und es zeigt Wege auf, die man bisher glaubte, dass es die gar nicht in Israel geben kann, aufgrund der Lage mit den Siedlern. Deswegen ist es sehr empfehlenswert, erschienen im Bernberg Verlag. Und ganz herzlichen Dank, Igal Avidan, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, diese Gespräche zu führen, die ja nicht einfach waren. Man stellt sich immer so vor, als Israelis, man fährt nach Hause quasi, und dann freuen sich alle, dass Sie da sind. Ja, aber einige wollen nicht mit Ihnen über dieses Thema reden. Ein Wort noch. Gab es schon Reaktionen aus Israel auf das Buch? Hebräisch übersetzt. Es gab eine Person, die Deutsch, sehr gut Deutsch kann. Und sie bestand darauf, den Text, ihre Zitate zu sehen. Ich habe ihr das Ganze geschickt, das ganze Kapitel, weil ich ihr einfach vertraue. Und sie hat es gelobt, und weil sie selbst schreibt, fand ich das Ganze eine starke Ermutigung. Ja, ja. Ich wollte nur sagen, dass der Titel und es wurde Licht stand spontan bei mir, wirkt so wie ein biblisches Zitat, ist es aber nicht. Ist ein kleines Beispiel für ein gelungenes Zusammenleben aber zwischen einem jüdischen und einem arabischen Israeli. Es zeigt, wo dieses Buch spielt, nämlich im Heiligen Land, und deswegen ist es auch religiös. Vielen Dank, Igal Avidan, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank, Ewan König von Ewan und König an Peter Brinkmann. Korrespondentenbüro. Und wir danken Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder jeden Dienstag, 18:10 Uhr, Brinkmann und König. Bis nächste Woche. Herzlichen Dank für heute und tschüss.